Hi Leute und WB auf meinem Channel, heute mit einem weiteren Part Enshrouded. Ja, im letzten Part haben wir uns ja den Schmied geholt, den guten Oswald Anders. Und in diesem Part werden wir mal gucken, ob wir ihm vielleicht eine kleine Hütte bauen und eben die Sachen zusammenfarmen, die wir für seine Hütte brauchen. Was ich nochmal ganz kurz anmerken möchte, bitte seid mir nicht wegen der Auflösung böse. Ich versuche das schon zu fixen, aber ich bin da kein Profi drin und deswegen bitte ich um etwas Geduld. Ich bin auf jeden Fall dran. So, und jetzt wünsche ich euch aber ganz viel Spaß bei diesem neuen Part. Für alle, die dies nicht mitbekommen haben, unser guter Oswald schwebt hier in der Luft, weil ich zu blöd war, ihn zu platzieren. Aber ihr habt mir viele hilfreiche Tipps gegeben, wie ich ihn wieder runterholen kann von seinem hohen Ross. Nein, Spaß. Auf jeden Fall. Kann ich das jetzt hier mit dem Beschwörungsstab machen? Und ich wähle ihn jetzt mal aus. Ah, hier würde er jetzt unten stehen. Okay, dann stellen wir ihn doch mal hier hin. Ja, sehr cool. Und ich habe ja auch gesehen, dass er noch eine zweite Quest für uns hatte. Glutal kann immer noch gerettet werden. Wo es Rauch gibt, gibt es auch ein Feuer. Das Miasma setzt den Tälern zu. Also suche mit deiner neuen Ausrüstung nach dem Elixierbrunnen und beseitige die Wurzel unseres Elends. Entzünde die Tiefen und verbrenne das Böse. Na los, ich zähle auf dich, du Flammenspross. Okay, und was ist jetzt das hier? Selbst mit einer neuen Ausrüstung solltest du dich da draußen nicht sicher fühlen. Ruhe dich aus und iss etwas Gutes, bevor du dich auf den Weg machst. Ein Feuer, ein Dach über dem Kopf und etwas Fleisch im Magen bereiten dich auf alles vor. So, jetzt hat er auf jeden Fall nichts mehr für uns. Genau, dann hatte ich ja eigentlich dieses Feuer hier platziert. Und da hat mir auch jemand sehr Liebes geschrieben, dass das wahrscheinlich zu nah am Bett ist und ich deswegen nicht mehr pennen könne. Deswegen werden wir das Feuer jetzt irgendwo anders hinstellen. Ich weiß jetzt gerade nur nicht wo. Wo ist es denn überhaupt jetzt? Bin ich jetzt blind schon wieder? Ich habe es doch gerade aufgehoben. Naja, wie dem auch sei, dann müssen wir uns eben ein neues machen und haben dafür aber nicht genug Mats. Jetzt gucken wir doch mal kurz hier in der Truhe. Hier habe ich noch Holzscheite, da nehmen wir die mit. Was ich auch noch kurz machen wollte, ich wollte mal das Fett schnell aufsammeln und hier hochdüsen, weil eigentlich habe ich ja das hier als Schlafzimmer geplant und... Das, glaube ich, macht auch mehr Sinn, wenn wir dann das Feuer auch hier platzieren. So, jetzt stellen wir das Bett hier hin, damit wir auch frische Luft bekommen. Und dann basteln wir uns noch ganz schnell ein neues Lagerfeuer. Wo ist das jetzt hin? Hier. Mein Gott, jetzt dachte ich, ich wäre schon wieder zu blöd. Das stellen wir jetzt einfach hier hin. Dann kann das ganze ätzende Kohlenmonoxid auch durchs Fenster abziehen. Ja, cool. Jetzt haben wir auf jeden Fall Schlafen, Wärme und Komfort. Level 6. Ich weiß noch nicht genau, was das so bedeutet, aber das finde ich noch raus. Und wir sind, glaube ich, komplett ausgeruht, so wie mir scheint. Sehr schön. Dann gucken wir mal runter zu unserem Schmiedibus und schauen, was er braucht. Also für die Schmiede brauchen wir auf jeden Fall Stein und Kohle. Kohlebrennofen. Dafür brauchen wir 20 Stein. Ich glaube, wir brauchen zuerst diesen Brennofen. Hier habe ich noch genug Stein. Dann können wir den Brennofen auf jeden Fall machen. So. Und dann... So, jetzt haben wir den Brennofen gemacht. Jetzt würde ich ihm aber tatsächlich gerne auch irgendwie so eine kleine Hütte bauen. Dafür brauche ich natürlich ganz viel Stein, oder? Ja, weil mit 8 Stein komme ich nicht weiter. Wobei, jetzt wartet mal kurz, bevor ich wieder jetzt total blöd bin. Ich glaube, ich habe doch auch noch Baumaterialien in der Kiste, oder? Tatsächlich. Grober Steinblock, nehmen wir den mit. Ich weiß nur nicht, ob der ausreicht. Aber ich nehme jetzt alles mit, was ich hier habe.
Dann brauche ich den Bauhammer, das hier und hier diese 4-Meter-Dinger. Ja gut, das reicht aber, glaube ich, jetzt nur für eins. Wo könnten wir denn den Schmied hinbauen? Ich überlege gerade, ob ich ihn bei mir ins Haus reinhaben möchte oder ob ich ihn tatsächlich irgendwo nebendran haben möchte. Tja, das ist jetzt die Frage aller Fragen, auf die ich natürlich wieder keine Antwort habe. Aber ich glaube, ich möchte ihn hier hinstellen. Ja, und jetzt ist genau das, ich habe keine Steine mehr. Gut. Dann lasst uns einmal farmen. Ich glaube, ich renne lieber hier hinter und baue das Ganze hier ab. Und wie war euer Tag so? Erzählt mal ein bisschen, während ich hier am Steine kloppen bin und schon wieder keine Ausdauer habe. Aber da war doch irgendwas mit dem Wasser, oder? Aua, ja, genau. Da lädt sich es nämlich dann schneller auf. Dann können wir weitermachen. Gut, dann also wieder zurück zu unserer Werkbank und noch ein paar Steinblöcke zaubern. Ich hoffe, die reichen erstmal. Dann stellen wir das hier so hin. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie groß ist denn dieser Brennofen. Müssen wir mal kurz gucken. So, okay. Dann kommt noch eine Schmiede dazu. Ja, ich weiß jetzt auch nicht. Ich glaube, ich mache das noch eins größer. Ich glaube, so passt mir das ganz gut. Und dann hätte ich gerne hier das da, aber aus Holz. Weiß jetzt nicht, ob das Gras hier noch weggeht. Ich hoffe. Einmal so und einmal so. Und dann hätte ich hier gern solche Balkendinger. Sind zwei, reichen die? Ich glaube schon, oder? Und dann müsste ich hier eigentlich jetzt hat ein Dach drauf. Aber. Oder nein, ich möchte auch hier noch so eins haben. Und hier. Und dann können wir, glaube ich, das hier drin jetzt mal kurz fixen. Das war ja auch noch offen. Halt. Da. Super. Dann brauchen wir natürlich eins hier hinten und eins hier an der Ecke. Und eins hier und. Nee, das tun wir wieder weg. So Querbalken gibt es auch, habe ich schon gesehen, und zwar hier. Die hätte ich ja irgendwie auch noch gerne. Ja, so. Und hier. Und dann einmal hier so rüber. Und dann da. Und dann brauchen wir es noch einmal an der Stelle. Genau. Und dann muss ich wieder die Dinger nehmen und hier hinsetzen. Und ich glaube, jetzt würde ich gern ein Dach drauf machen. Oder sieht es jetzt total bescheuert aus? Ja, keine Ahnung. Kurz erstmal hier diesen Ofen platzieren. R drücken und das Rad drehen. Wo ist vorne? Wahrscheinlich hier, oder? So, setz dich mal hin, du gutes Ding. Platziere Gegenstände aus deinem Inventar hier, damit sie für die Produktionsstätte verfügbar sind. Hier kannst du den Produktionsprozess verfolgen. Die Produktionsstätte stellt das ausgewählte Rezept so lange her, bis keine Zutaten mehr übrig sind oder das Inventar der Produktionsstätte voll ist. Hier kannst du zwischen den Rezepten wechseln, die du für diese Produktionsstätte freigeschaltet hast. Und hier können wir jetzt auch die Kohle machen. Dafür brauchen wir Holzscheite und Erde.
Holzscheite und Erde. Ich habe hier Holzscheite. Tun wir die mal rein. Und Erde habe ich auch. Okay. Dann soll der mal Kohle machen. Und wir gehen derweil. Ups. Kurz mal hoch. Auf den Balkon. Bitte sag mir, dass ich nicht die Einzige bin, die so blöd ist. Aber es ist ja eigentlich schon wieder zu lustig. Wir probieren es nochmal. Einmal hoch und einmal aufs Dach. Will er nicht. Okay, dann probiere ich es vielleicht doch von unten mit dem Dach für draußen. Da brauche ich wieder meinen Hammerle. Und dann Dächer. Welches Dach setzen wir da drauf? Ich glaube, ich will kein Spitzdach. Oder wäre das cooler? Cooler mit Spitzdach oder cooler ohne? Sag mal, ist das hier höher als das? Schon, oder? Okay, dann will ich das vielleicht zuerst mal fixen. Weil das geht ja gar nicht. Aber wieso ist es so? Oder bin ich blöd? Ah, ich weiß. Es war einfach nur eins zu hoch gesetzt. So, wenn wir es nämlich jetzt hier hin tun, dann müsste es passen. Benutzt die Einrastfunktion, haben sie gesagt. Ja, genau, sowas kommt dann dabei raus, gell? Okay, gucken wir uns jetzt nochmal hier die Dächer an. Was ist denn das hier für eins? Das finde ich nämlich eigentlich auch ganz cool. Aber benutzt die Einrastfunktion, haben sie gesagt. Nein. Was ist das? Das ist so ein einzelnes. Ich hätte schon gerne so eins. Aber irgendwie halt nur so die Hälfte davon. Wisst ihr, was ich meine? So, dass es halt so ein bisschen hoch geht und dann schräg zu. So, ich habe jetzt die Einrastfunktion ausgemacht, weil das nervt. Geht das denn so, wie ich das will? Naja, wenn ich das jetzt so machen würde. Nur mal so zum Ausprobieren. Jetzt habe ich kein Dach mehr. Mist. Dann sieht es scheiße aus. Also machen wir es weg. Vielleicht dann einfach doch so ein ganz normales Flachdach erstmal drauf. Das passt ja auch wieder nicht. Und hier die. Ah ja, doch, hier ist die Einrastfunktion, gell? Ja. So, und dann hier, hier und hier geht's nicht. Ja, irgendwie so, dass er halt so einen kleinen Unterstand hat. Was haben wir denn jetzt nochmal gebraucht für diese Dächerdinger? Ich glaube Pflanzenfasern, oder? Pflanzenfaserdachblock, genau, einfach nur Pflanzenfasern. Habe ich denn hier in der Kiste noch welche? Ja, ein paar. Die werden uns aber nicht viel bringen. Dann gehe ich jetzt nochmal los und hol welche. Weil auf die Kohle warten wir ja sowieso auch noch. Hier ist wieder so ein Wolf. Komm, beiß mich doch. Hat er sich wohl nicht getraut. Was ist denn das hier? Kommt irgendwas raus? Feuerstein. Feuerstein, Feuerstein. Brauchen wir den jetzt, den Fred? Wer von euch kennt Fred Feuerstein? Oh, mein Rucksack ist voll. Ich sollte mich lieber auf das Spiel konzentrieren. Wo waren wir stehen geblieben? Pflanzenfasern. Ich glaube, hier kommt keine raus, gell? Nee. Oder doch? Coole Sache. Hier sind auch noch welche. Dann hier. Ich weiß halt nicht, wie viel wir brauchen, dass es reicht.
Und es wird dunkel. Im Dunkeln ist gut munkeln, hat man mir mal gesagt. Okidoki, Antischoki. Dann einmal rein und mal so ein paar von diesen Dachdingern herstellen. Und da brauchen wir dann unbedingt noch so ein kleines Treppchen hoch. Gut, also, dann machen wir mal weiter im Text. Einmal hier, einmal da, hier, dann kommt hier eins hin und da. Ist das korrekt oder habe ich jetzt wieder was falsch gemacht? Nee, das sieht eigentlich gut aus. So, ich hoffe, die reichen uns. Aber ich glaube eigentlich schon. Ich glaube, hier ist es zu weit draußen, kann es sein? Und das hier stimmt nicht. Nee. So nämlich, genau. Jetzt passt das auch, wie es passen sollte. Dann stimmt aber das hier auch nicht. So, so und so. Ja, nice. Coole Sache. Dann habe ich jetzt erstmal so einen kleinen Unterstand für den Schmied. Quatsch. Kleine Treppe hier auf der 8. Machen wir halt einmal... Ah, nein! Da wollte ich eigentlich wieder Stein haben. Machen wir einmal so und einmal so. Ja, nice. Und so haben wir kleinen Unterstand für den Schmied. Ich weiß nicht, ob er das als Zuhause akzeptiert oder eben nicht. Aber jetzt gehen wir erstmal eine Runde pennen in unserem neuen coolen Schlafzimmer. Eine Tür wäre noch nicht schlecht und eben quasi Fensterrahmen auch. Und da gockelt schon der Hahn. Lasst uns gleich aufstehen und weitermachen. Und zwar, also den Kohlebrennofen haben wir gemacht. Wir brauchen für die Schmiede Holzscheite, Kohle, Stein. Metallschrott habe ich noch. Kohle ist in der Produktion. Dann holen wir jetzt noch ein paar Holzscheite und Steine. Ja, ja. Der Ander macht mich hier doof von der Seite an. Steine, Steine, Steine. Boah, ich bin so gespannt, was dann da hinten irgendwann mal ist, dort. Ich kann es kaum erwarten. Aber irgendwie kommt man im Let's Play auch nicht so schnell voran. Das ist leider ein bisschen schade. Eigentlich müsste man streamen, so 8 Stunden am Tag. Dann würde man bestimmt weiterkommen und ihr hättet, glaube ich, auch mehr Spaß dran. Trinken wir mal wieder ein gutes Schlückchen Wasser. Und den Pilz nehmen wir auch mit. Wieso hat es jetzt das Schwert? Ja, genau. Wir brauchen noch mehr Steine. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Holzscheite übrig bleiben von dem, was wir jetzt in den Kohleofen da reingesteckt haben. Aber deswegen holen wir uns doch jetzt auch noch mal kurz ein paar Bäumchen. Ach, der Rucksack ist voll, wie ich jetzt hasse. Ich hasse es, wenn das Inventar so schnell voll ist. Hier haben wir auch noch Holzscheite. Ach, das kann ich auch wieder nicht mitnehmen. Okay, Schwarzpulverkugeln können weg. Die Fackel, die lösche ich, weil ich habe ja eigentlich genug. Und die kann ich auch löschen. Schön mit Öl. Die Erde hier kann man dann vielleicht auch nochmal in den Ofen tun. Was steht denn hier? Gehesbestand sortieren. Okay, dann ist es wenigstens ein bisschen ordentlicher. Den Streitkolben. Weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, den lösche ich, weil... Ah nein, ich wollte ihn zerlegen. Mann. Das Elixier kann hier rein. Der Feuerstein. Miasmaholz, die Knochen. Diese Flüssigkeit. Schutt. Weiß ich nicht, wofür man das braucht. Und die Baumaterialien brauche ich auch gerade erstmal nicht. Und die alten Bücher auch nicht. So, also weiter im Text mit ein paar Bäumchen. Und dann gucken wir gleich mal, wie weit die Kohle ist.
So, müsste, glaube ich, passen. Wir haben 30 Kohle. Ja, das reicht doch locker. Und wir haben ein Rezept freigeschaltet. Holzsäure plus 1 mehr unter Kohlebrennofen, also unter hier. Holzsäure können wir jetzt machen. Ein Nebenprodukt des Kohlebrennofens. Sowohl für die Medizin als auch für die Alchemie. Okay. Und Teer, nicht besonders schön, aber nützlich, wenn es darum geht, einen Schutz gegen die Elemente zu errichten. Gut, ja, das werde ich dann wahrscheinlich im Laufe des Spiels noch merken. Jetzt weiß ich nicht, soll ich noch mehr Kohle machen? Ich glaube, ich lasse es einfach durchlaufen. Was brauchen wir denn jetzt noch? Ich glaube, wir haben alles, oder? Schmiede. Ja, cool. Dann haben wir jetzt auch die Schmiede. Und wir haben da auch wieder Rezepte freigeschaltet. Plus 5 mehr unter Schmied. Nägel müssen wir noch machen. Machen wir einfach mal. Dann. Einhändige Waffe. So, die hat 17 Schaden. Das ist ja auf jeden Fall besser als das, was wir jetzt haben. Deswegen einmal herstellen, bitte. Schilde. Da können wir auch einen anderen herstellen. Dafür brauche ich aber Metallplatten. Und die habe ich noch nicht. Dann hier Rüstung. Kämpferset ist neu und das Fellrüstungsset hatten wir schon. Aber für das Kämpferset brauche ich auch Metallplatten. Das muss also auch noch warten. Stofffetzen und Garn. Habe ich da zufällig noch irgendwas? Also Garn habe ich ja genug und Stofffetzen eigentlich auch. Vielleicht machen wir uns dann auch nochmal schnell so eine Rüssi. Ich glaube, ich kann mir jedes Teil machen. Kein Slot mehr im Rucksack. Quatsch, Rucksack. Okay, also das tun wir einmal ausrüsten, 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 ausrüsten. Und die Hose löschen. Yeah, guck mal, wir sind jetzt voll OP mit unserer Fellrüstung. Naja, wenigstens ist die schön warm. Und Punkte haben wir noch keine wiederbekommen. Okay, dann als nächstes wollte ich die Schmiede platzieren. Die haben wir da. Quatsch. Wie groß ist denn die? Ach ja, so groß jetzt auch nicht. Wo tun wir denn die hin? Vielleicht hier so in die Ecke, da war ja mal. So. Was können wir da machen? Metallplatten. Ja, nice. Okay, und dann weiß ich auf jeden Fall schon mal, wo ich die herbekomme. Und dafür möchte er Kohle und Metallschrott. Kriegt er. Und dann können wir doch aber den Schmied auch hier draußen hinstellen, oder? Krass, der wirkt auch so klein. Ist dann der Unterschlupf doch voll hoch. Hey! Gut. Und er hat wieder eine Quest für uns, Gleiter. Die Flamme verleiht dir keine Flügel, Kind. Stelle einen Gleiter an der Werkbank her. Das macht die Fortbewegung ein bisschen einfacher. Perfekt für Draufgänger wie dich. Vergiss nicht, dass die Benutzung eines Gleiters Ausdauerpunkte kostet. Ich glaube, du Jungspund hast das Zeug dazu. Quest aktualisiert Gleiter. Was haben wir denn eigentlich jetzt alles für Questen? Säubere den Elixierbrunnen und Gleiter. Also den Gleiter herstellen wäre eigentlich auch nicht schlecht. Was hat er gesagt? In der Werkbank, oder? Werkbank. Hier, und der Gleiter. Und da ist auch der Greifhaken. Miasmaholz, Miasmasporen. Und der Greifhaken braucht Metallschrott und Miasmasporen. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall ins Miasma. Aber eigentlich möchte ich gern hier das Haus auch noch kurz so ein bisschen auf Vordermann bringen. Jetzt habe ich natürlich keinen Metallschrott mehr. Wie machen wir das denn jetzt? Ach so, wir haben ja auch die Waffe hier hergestellt.
Die tausche ich jetzt mal gegen das Schwert. Und ich habe gesehen, da hinten ist ja auch so Miasma. Jetzt düsen wir da mal kurz hin. Und er hat uns gesagt, wir sollen essen und trinken, bevor wir losgehen. Dann mache ich das mal, weil das gibt uns nämlich Buffs, das weiß ich schon. Ich weiß nur nicht, ob es die richtigen sind. Was war denn jetzt hier? Hier sind Kisten, die können wir mal kaputt hauen. Was haben wir denn hier? Bandage und Holzscheite. Genau, hier ist dieses andere Miasma. Da wollte ich nämlich auch noch hinschauen, ob es da irgendwas gibt. Oh, und da ist so ein Typi. Und er ist gleich tot. Aber die haben ja auch diese Miasmasporen verloren. Das reimt sich. Miasmasporen verloren. Und hier ist ein Kellerchen. Da ist ein Typ, gell? Ich korrigiere, da war ein Typ. Auch mal Feuer. Hier ist es so dunkel. Ih, da ist dieser blöde Kackpilz oder was das ist. Hier können wir was plündern. Hier ist auch so ein Pilzi. Da muss doch bestimmt irgendwas dahinter sein. Ich mach das jetzt einfach. Oh, da ist auch noch mal so einer. Komm her, du. Das Ding. Dann mache ich mir das auch schnell kaputt. Raus hier. Gehen wir mal kurz aufladen. Wir sind ja eh gleich draußen aus dem Miasma da. So, dann können wir nämlich auch schon wieder zurückgehen und mal gucken, ob jetzt da irgendwas dahinter ist. So, also hier ist auf jeden Fall nix und hier. Das war ein blöder Penner. Und er einfach und schleicht sich von hinten an. Und ich habe ein Schild gefunden. Das gucken wir uns gleich an. Okay, hier sind wir. Diese ganzen Truhen. Ich brauche Licht. Ich sehe doch nichts. Ja, sonst ist hier aber auch nichts, oder? Was ist denn, wenn wir hier durchgehen? Müssen wir erst das hier kaputt machen. Schnell durch. Licht. Ah. Und hier ist also ein weiterer Raum mit einer Kiste. Steht vor meiner Nase. Holzpfeile und Bandage. Hier sind ja diese alten Bücher. Die nehmen wir aber natürlich mit. Weil mir wurde gesagt, die braucht man im späteren Verlauf dann. Deswegen. Da muss ich nur wahrscheinlich mal ein paar mehr Kisten basteln. Gut, dann mache ich hier noch kaputt. Wie viel Zeit habe ich noch? 3 Minuten. Ich weiß nicht, ist dahinter vielleicht noch irgendwas? Gucken wir einfach mal. Oh, mit Zellen bewachsener Block bei Werkbank. Cool. Also, das hat sich doch auf jeden Fall schon mal gelohnt. Aber wo ist die Fackel jetzt hat? Ich glaube nicht, dass hier jetzt noch irgendwas kommt. Ja, okay. Dann haben wir ja quasi hier die 2 Räume auch erkundet. Dann düsen wir mal ganz schnell raus. Und schauen weiter, was hier noch so ist. Aber ich glaube, was ist das? Ach so, das sind Äste. Ich glaube, mehr ist jetzt hier auch nicht mehr. Naja, okay, so. Dann gehen wir halt einfach wieder nach Hause, würde ich sagen. Unser kleines Zuhause. So schlecht sieht es, glaube ich, für den Anfang gar nicht aus, oder? Da oben ist irgendwas komisch mit dem Dach. Das muss ich mir dann auch nochmal anschauen. Und hier wäre es eigentlich cool, wenn die so ein bisschen
drüber schauen würden. Habe ich das Dach noch dabei? Nö. Naja, dann. Einmal ums Feuer laufen und zum Schmied, weil wer kann, der kann. Ah, du kannst also noch etwas lernen. Unterschätze unser handwerkliches Geschick nicht. Es könnte dich da rausretten. Es könnte dich da draußen retten. Und so schnell ist dann auch schon wieder die halbe Stunde vorbei. Es geht so wahnsinnig schnell. Das ist so schade. Aber ich kann jetzt auch nicht 1,5 Stunden aufnehmen, oder? Doch, könnte ich schon. Aber dafür fehlt mir dann auch leider die Zeit aktuell. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Und im nächsten Part werden wir dann auf jeden Fall auch wieder den Quests nachgehen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und bis zum nächsten Mal. Servus!